Servus zusammen, salve a tutti. Der Stanpur 500 wurde sich mehrfach gewünscht in den letzten 2-3 Wochen. Jetzt ist Sonntag, wir haben 10.30 Uhr und jetzt mache ich den auch. Bevor ich den mache, aber auch Folgendes, es wurden sich auch immer wieder Einzelaktien gewünscht. Was ich überlege zu tun, ist, dass ich mir vielleicht mal diese Liste hier, das ist meine Liste vom Trader Fox, also meine Indikatoren, wie die eingestellt sind, die ist lang. Die ist richtig, richtig lang. Ja. Also das sind immer die Tagessignale. Die kommen dann während des Tages. Dazu brauche ich euren Kommentar. Ich kann versuchen, sowas zum Beispiel am Sonntagabend zu machen. Und dann gehe ich halt einfach mal auf diese hier zum Beispiel CTS-Eventim, neues 52 Wochen hoch. Da würde ich draufklicken und da können wir durchschauen. Ist eine Möglichkeit, aber wie gesagt, das sind manchmal sind es viele, manchmal stehen da 2-3 Stück und hier stehen 40. Das kann ein sehr zeitintensiver Film werden, aber ich würde natürlich auf der Thumbnail die Namen der Aktien draufschreiben. Wenn ihr sowas wollt, dann sagt es mal. Ich gebe allerdings Folgendes zu bedenken. Momentan sind die, sagen wir mal, die News oder die Zahlen oder was auch immer von den Aktien gut für einen 2,5 bis 3 Tage Move und dann hat er sich verbraucht. Deswegen, wenn ich jetzt einen Film mache, sagen wir mal am Sonntagabend und da ist irgendwas, da war irgendwas, 52 Wochen hoch, wie auch immer, und ich stelle den Film rein. Aber wenn ihn dann einer am Mittwoch sieht, ist das eigentlich schon vorbei. Das Momentum ist vorbei. Deswegen, ich tue mich damit echt schwer, vor allen Dingen noch vor der Wahl. Nach der Wahl, glaube ich, kann man längere Bewegungen eher sehen. Bis dahin, und das ist nicht mehr viel, wir haben heute den 20. Oktober, tue ich mich da echt schwer mit. Ja. Aber lasst mich mal wissen, ob ihr das haben wollt, dann überlege ich mir, wie ich es am besten machen kann. Anfangen würde ich allerdings erst nach der US-Wahl. So, und jetzt gehen wir zum Stanpur. Das ist jetzt hier von dem Oktober 23, also mehr oder weniger ein Jahr her. Da sind wir von 4.100, ich rechne leicht, jetzt hier auf die 5,8. Das ist schon mal grundsätzlich sehr viel. Interessant ist, dass diese Aufwärtsbewegung hier durch diese kleine, durch diese kleine Bewegung hier hat sich die Technik komplett abgebaut seinerzeit. Das war das am 1.8., das war die Geschichte auch mit den Carry Trades in Japan. Wenn ihr sowas seht, irgendwo geht der Markt hoch, wir haben keine Ahnung bis wohin. Und dann folgt hier die Kombination aus Verkaufssignal über das traditionale Sichtweise über die moderne, in Verbindung mit der Stochastik, ist das, da gibt es nichts dran zu rütteln, ein Verkaufssignal. In diesem Fall hier, ich mache mal den hier raus, warte mal, erweitert, wenige, so. Ging diese ganze Bewegung nur runter bis knapp zum 38er und dadurch hat sich die gesamte technische Situation hier völlig abgebaut. Das ist wichtig einfach zu wissen. Es reichen also diese 38%, um diese ganze Bewegung zu, sagen wir mal, zu bereinigen, technisch. Dann tut er sich ein bisschen schwer, baut hier so eine Art Rounding Top, kommt nochmal runter. Ich mache es jetzt mal größer. Wir nehmen die jetzt mal raus, weil die brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Nicht, dass da jetzt einer drauf schaut. Und dann tut er sich auch mit dem neuen All-Time-High extrem schwer. Das ging ja über 2 Wochen. Also war für mich so nicht erkennbar, dass der da noch weitergeht. Macht er zwar hier ein High, geht aber wieder runter. Dann nimmt das mal raus. Aber auch, das ist so, ohne Enthusiasmus. Jetzt sitzen wir hier am All-Time-High. Und zwar schon seit 1, 2, 3, 4, 5 Tagen. Macht er nichts Nennenswertes. Und jetzt muss ich mal schauen. Ich habe doch irgendwo meine Scheine. Da. So, jetzt den wieder zurücknehmen. So, wir handeln am oberen Band, fein, das ist grundsätzlich positiv, wir handeln weit weg von der 200-Tage-Linie, ist für mich auch kein Grund, da irgendwie die Tränen in die Augen zu bekommen. Wir gelten als hoch über die traditionelle Sichtweise, aber wir sind ja auch am All-Time-High, der muss da oben sein. Es ist eher verwunderlich, dass wir hier so über das, also dass die Enge der beiden exponentiell gleitende Durchschnitte so extrem ist, dass hier nichts passiert. Das Histogramm ist quasi nicht existent. Das ist nicht so eine schöne Sinuskurve wie hier. Wir sind zwar gelten als überkauft über die Stochastik, aber gerade durch die letzten 2 Tage ist das kein Verkaufssignal. Ich habe keins.
Was ich denke, ist Folgendes, dass wir diesen Bereich hier, der ist wichtig. Der liegt hier. Ja, da sind wir hoch und nochmal korrigiert. Das ist, glaube ich, der erste, ja, das ist der zweite Knackpunkt. 5, 6, 73. Ihr seht aber auch hier, es geht hoch nur auf die 20-Tage-Linie, ähnlich wie im DAX, und benutzt es als Sprungbrett. Sollte die 20-Tage-Linie, die ist heute am Sonntag bei 5.767, ich habe jetzt nicht ausgerechnet, wie die ist am Montag, sollte die mit Schlusskurs, das ist wichtig, unterboten werden, gehe ich davon aus, dass wir mindestens auf diesen Bereich gehen, da liegt nämlich auch das untere Band. Und da muss der Freund sich beweisen. Und wir kommen immer näher an die Wahl. Deswegen, ich habe mich jetzt zu Folgendem entschieden. So, das sind die beiden Scheine. Der Call ist Basis 5551. Den nehme ich aber nur dann, wenn wir mit Schlusskurs ein neues Hoch machen. Ich weiß nicht, das kann ich jetzt noch nicht sagen, ob ich die Hand aufhalte, wenn wir hier unten sind. Das kann ich noch nicht sagen, aber das ist einer, den habe ich mir auf die Watchlist gelegt. 5551. Aber dazu brauchen wir ein neues All-Time-High mit Schlusskurs. Sonst fasse ich den nicht an. Egal wie, wann auch immer ich den kaufe, stoppen muss ich mich. Das hier ist 5659. Ich sage mal so, ab 5610 muss ich mich stoppen. Weil dann sind es nur 70 Punkte, das ist nicht viel, da muss ich raus. Dann war die Ansicht falsch. Beim Put machst du ein bisschen anders. Das sind 6314er. Da sind wir also noch hier außerhalb des Charts. Im Moment 500 Punkte weg sind 10%. Relativ gemütliche K.O.-Basis. Das ist auch nur ein 13er Hebel. Den werde ich allerdings erst dann kaufen, wenn wir den Schlusskurs unter die 20-Tage-Linie legen. 5.767. Ja, es kann sein, wenn wir jetzt hier weiter so rumkrebsen hier oben, dass ich mir vielleicht die ersten Schnüffelstücke hole. Schnüffelstücke wären in dem Fall so 20% der Position. Das kann sein. Aber ein All-Time-High ist eigentlich immer ein gutes Signal. Ja? Wenn der also dann weiter hochgeht, da lasse ich nicht viel anbrennen. Das sind 30 Punkte maximal. Und dann stoppe ich den auch wieder raus und lasse es weiterlaufen. Für einen neuen Long habe ich hier momentan keine, sagen wir mal, aktuellen Signale. Da halte ich mich raus. Wer long ist, kann es bleiben, aber bitte stark absichern oder sehr eng, spätestens hier bei der 5673, ein bisschen drunter, also 5620 muss man den Stopp legen, nicht, dass man irgendwelche Gewinne dann danach gibt. Gut, mehr habe ich zum Stanpur nicht zu sagen. Es gibt 18.800 K.O.-Scheine da draußen. Also der wird oft gehandelt. Ich handle den viel zu selten. Ich frage mich, warum. Ich müsste da häufiger drauf schauen. Also das sieht eigentlich ganz, gefällt mir eigentlich. Ja. Muss ich mir mal anschauen, dass ich das häufiger mache. Ich wünsche euch was. Alles Gute, happy trading, fette Beute. Baba.